Flirs in Tirol wartet auf Stefanie Köhle. Eben hier vor 2 Jahren sensationell vorgedüst auf Rang 11. Ja, sie ist einmal von der Physiotherapeutin von der Mano energisch angefeiert worden und sie geht jetzt auch oben wieder sehr riskant an. Also sie ist von der Linie her vielleicht um Spur zu direkt. Jetzt muss sie schauen, dass sie im Steilhang ein bisschen die Höhe noch kriegt. Aber es ist schön zu sehen, es ist das Willen dahinter. Sie sind sehr motiviert, jede versucht natürlich jetzt das Beste rauszuholen und jetzt fährt sie gut. Es ist natürlich schwierig nach der Kreuzbandoperation im März jetzt schon wirklich top da zu sein. Kim, sehr gut. Ja, 1/4 Vorsprung. Das kann sich ausgehen für einen Sprung nach vor für Steffi Köhle. Ja, wäre es ganz wichtig. Der Einser aufleuchtet. Und endlich wieder mal Weltcup-Punkte auch im Riesentorlauf. Steffi Köhle gegen Barbara Wirth, 27:11 geht sich aus. Und Steffi Köhle übernimmt einmal die Führung mit der Laufbestzeit in dieser Entscheidung. Ja, da hat unser Fliegengewicht den Vorsprung ins Ziel gerettet. Gell? Na, das Gewicht hätte ich gern, ja. Naja, das war vielleicht ein bisschen wenig, Peter. Na toll, das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Ein erstes gutes Resultat, auf dem lässt sich gut aufbauen. Man kriegt Selbstvertrauen und geht in Espen dann schon wieder ganz anders an den Start. Schauen wir mal her.